Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpad vom RP-Glitch zeigen. Ja, diese Version, die ist aber ein bisschen schwierig, will ich nicht sagen. Ihr braucht halt ein perfektes Timing. Zum allererst, was braucht ihr dafür? Ihr braucht für den Glitch natürlich, wie auch beim letzten Mal, müsst ihr die Telefonattentate freigeschaltet haben. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, werde ich euch das Video auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, ihr müsst die Telefonattentate freigeschaltet haben und ebenso braucht ihr ja am bestenfalls noch eine MOC und dann braucht ihr die Mission Popstar. Und wenn ihr alles soweit habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. So, öffnet einfach mal euer Handy, geht dann auf Franklin und dort geht ihr dann auf Telefonzellenattentat anfordern. Dann wird so ein blaues Telefonsymbol aufleuchten auf der Map, einfach dorthin begeben, Steuerkreuz nach rechts drücken. Und dort muss dann einmal die Mission der Popstar dann erscheinen. So ist jetzt der Fall wie bei mir. Ich habe jetzt der Firmenchef, ist kein Problem. Gehen wir einfach auf Options, auf Online Creator und starten dann einfach nochmal eine Einladungssitzung, Freundessitzung oder Crew-Sitzung. Welche Sitzung, das ist doch wirklich völlig egal. So, seid ihr dann wieder in der Lobby angekommen, dann einfach wieder das Handy öffnen, dann Franklin anrufen. Dann den Telefonattentat wieder anfordern, dann begeben wir uns dann wieder zum Telefon hin. So, in meinem Fall habe ich jetzt die richtige Mission. Der Popstar ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt gehen wir einmal ins Interaktionsmenü, fordern uns einmal die MOC an und begeben uns dann mit dieser MOC dann einmal zum Popstar hin. So, und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt ist ein bisschen tricky die Sache. Ihr müsst jetzt den Popstar auch wieder verkeilen, aber die Sache ist, der Popstar, er stirbt jetzt sehr, 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 sehr schnell. Da müsst ihr wirklich vorsichtig sein und er darf nicht aufstehen. Sobald ihr den Popstar aus dem Auto rausgezogen habt und er aufsteht, bekommt ihr keine RPs mehr. Deswegen, ihr müsst den Popstar auf jeden Fall auf der Beifahrerseite rausziehen. Und auf jeden Fall müsst ihr die MOC so platzieren, dass der nicht direkt aus der Fahrerseite rausbackt, sondern dass er auf dem Boden liegt, wenn ihr ihn rausschmeißt. So wie jetzt bei mir im Video. So, ich ziehe ihn jetzt einfach aus dem Auto raus. Und sobald er jetzt unten liegt, müsst ihr sofort mit der Fahrertür auf ihn drauf fahren. Und ihr seht, ich habe schon die ersten 250 RP bekommen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt funktioniert der Glitch auch. Aber jetzt müsst ihr wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Er stirbt wirklich sehr, sehr schnell. Und das Fahrzeug, das rutscht auch immer leicht weg. Deswegen, wenn ihr seht, dass das Fahrzeug ein bisschen nach hinten rutscht, einfach ganz, ganz, ganz leicht Gas geben. Aber wirklich nur ganz leicht, weil der Popstar, er stirbt wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, wenn ihr es wirklich auch so schafft, dass ihr auf seinem Oberkörper landet wie letztes Mal, dann bekommt ihr sogar ein Level pro Sekunde. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Und Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.